Hohoho, meine Damen und Herren, eine frohe Weihnacht wünsche ich euch. It's your boy Skinny P und ich möchte euch ein paar nette Worte zu Weihnachten und eben auch zu Silvester sagen und natürlich auch noch den Gewinner der 75-Euro-Gutschein-Geschichte bekannt geben. Im Hintergrund habe ich noch geschwind ein Sternchen freigeschaltet mit diesen 30 Scopes in einer Runde oder 60 also insgesamt. Und im Vordergrund schwächt sich ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, ob ich das anlassen soll, weil es halt wirklich die Audiogeschichte etwas verfälscht. Ich müsste es eigentlich irgendwie... Ich mache das vielleicht doch einfach so. Ich wünsche euch allen natürlich ein frohes Fest. Ich hoffe, ihr könnt mit eurer Familie schon feiern, mit Freunden und Bekannten. Wobei Corona natürlich so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber dass ihr eben natürlich Corona-konform alles schon feiern könnt. Und wünsche euch auch direkt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich werden trotzdem noch ein, zwei Videos kommen, bevor eben das neue Jahr beginnt. Aber da ich mir gerade überhaupt nicht sicher bin, wie der Hase laufen wird, mache ich das lieber jetzt schon. Dieses Jahr war wieder ein wildes Jahr. Wir haben einige Rekorde feiern können. Gerade auch jetzt zum Ende hin, was Twitch anging und so weiter, haben wir wirklich wunderschöne Zahlen natürlich gehabt. Schöne Zeit sowieso. Ich glaube, das muss ich gar nicht erwähnen. Und natürlich gute Spiele. Aber leider nicht immer. Aber das liegt ja auch nicht an uns, wenn die Gegner so gut sind. Komm schon. Natürlich möchte ich hier auch alle grüßen, die dieses Jahr eben über YouTube zu uns dazukamen und natürlich auch über Twitch. Aber auf Twitch grüße ich die Leute nochmal speziell oder extra im Stream, der übrigens heute Abend ist. 18 Uhr geht's wieder los, also in einer Stunde oder halben oder sowas, je nachdem, wie schnell ich hier fertig werde. Ich habe gestern meine Impfung bekommen, also meine Booster-Impfung. Das war morgens um 9. Und die ersten 12 Stunden, also von 9 bis 21 Uhr, waren echt chillig. Aber dann habe ich es gemerkt. Also das war jetzt das erste Mal von diesen insgesamt 3 Corona-Impfungen, dass ich da was gespürt habe. Und da nicht zu knapp. Also so richtig schön mit mir, war eiskalt, ultra warm auch. Also ich habe ein bisschen Fieber gehabt, minimalen Schüttelfrost, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und habe jetzt auf jeden Fall die Nacht halt etwas mit Fieberträumen verbracht und auch jetzt heute über den Tag ein bisschen mehr gepennt, dass ich heute Abend dann für den Stream auf jeden Fall wieder voll da bin und auch für das Video. Und mir geht's jetzt auch wieder gut. Der Arm schmerzt noch ein bisschen, aber sonst ist alles tippitoppi. Und yes, deswegen kann es eben sein, dass das Video extrem knapp vor dem Livestream erscheint. Also, willkommen alle Neuen, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Dieses Jahr habe ich YouTube etwas arg vernachlässigt. Ich gucke, dass ich nächstes Jahr YouTube wieder anderweitig hochfahre, sicherlich auch wieder in neue Gefilde eintauche und ein bisschen was probiere. Auf Twitch werde ich natürlich nach wie vor derselbe sein oder derselbe bleiben, was den Content angeht. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, so wie es eben läuft. Hier auf YouTube habe ich einfach über dieses Jahr, eigentlich schon über die letzten 2-3 Jahre, mein Ziel oder ein Ziel verloren, beziehungsweise geschafft und dann hatte ich kein neues mehr. Ich hatte die 10.000 Abonnenten, die ich erreichen wollte. Die kamen, glaube ich, vor mittlerweile 2 Jahren rein oder vielleicht sogar 3. Und dann war es für mich so, naja, jetzt ist es ja geschafft, das war's. Ich habe natürlich einfach weitergemacht, logisch, aber eben nicht mehr mit diesem oder mit einem Ziel überhaupt vor Augen. Ich möchte auf jeden Fall wieder zurückkommen zu meinen Wurzeln, dass ich einfach irgendwas mache und vor allem im Speziellen die Sachen, worauf ich halt einfach gerade Bock habe, beziehungsweise was mir in den Sinn kommt. Und das sind dann vielleicht auch ganz abgedrehte Ideen, wie eben Videos, die über die letzten, ich sag mal, 3-4 Jahre auch entstanden sind. Dinge, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun hatten, die weit entfernt waren auch von meinem sonstigen nicht-Gaming-relevanten Kram, sondern einfach irgendwie hab mir Rasierschaum ins Gesicht geschmiert, um irgendwelche Ankündigungen zu machen oder bin durch die Weinberge gelaufen und hab einfach erzählt, was ich von YouTube halte. Da möchte ich wieder hin und weg von dieser Masse an Videos, die immer gleich sind. Ich meine, natürlich hat man auch bei solchen besonderen Videos irgendwann, je nachdem wie viele man eben davon macht und wie lange man sich in der Sparte auffällt, auch wiederum Dinge, die dann doch immer wieder gleich sind. Inwiefern ich dann bei CSGO bleibe und vor allem wie ich CSGO weiterhin verarbeite hier auf YouTube, muss ich mir halt noch überlegen. Also wie ich das gebacken bekomme, dass es mir halt eben auch einfach noch Bock macht, weil ab einem gewissen Punkt war es natürlich dann irgendwann nur noch so auf, jetzt mach aber auch, ne, mal schnell irgendwas ausgeschossen, selbst wenn es was Gutes war. Das war dann vielleicht gut für den Kanal und gut für die Zuschauerbase, die genau das sehen wollen, was ich dann halt gemacht habe. Aber für mich selbst, also als Schaffender, war das halt dann nicht so, sondern eher so auf, fürs Geld praktisch. Ich baller das jetzt raus, fürs Geld, fürs Wachstum oder eben auch einfach für euch, was ich auch gerne mache. Aber wenn man das dann nur noch so macht und die Geschichte nicht mehr mit den Dingen verbindet, die einem sonst wichtig sind, dann ist es halt irgendwie abstumpfend. Ich bin selbst gespannt, wie nächstes Jahr dann wieder wird, auf Twitch wie auch auf YouTube. Ich werde mir für YouTube jetzt keine großen Ziele setzen oder mit euch jetzt absprechen von wegen nächstes Jahr machen wir die 20.000 oder irgendwie so ein Schotter. Ich gucke mal, dass ich auf kleine Dinge gehe, die auf jeden Fall für mich wichtig sind, zum Beispiel die Interaktion mit euch. Das habe ich ja schon immer extrem hervorgehoben. Die ganzen Giveaways und auch alle möglichen Dinge, die ich schon rausgehauen habe, waren ja immer an Aktivität gebunden und das hieß für mich die Kommentare. Auch nicht die Likes oder Dislikes, sondern einfach die Kommentare, dass wir immer wieder in einem Dialog stehen, auch wenn der zwar verzögert ist, aber dennoch standen wir im Dialog, ne? Ich habe mit euch geschwätzt und ihr habt dann geantwortet in den Kommentaren und da will ich wieder hin. Das heißt, ich möchte schauen, dass wir wieder so eine gewisse Anzahl an Mindestkommentaren hinbekommen. Also wir hatten Zeiten, da waren wir immer easy peasy über 100, also mit meinen Antworten wohlgemerkt, über den 100 Kommentaren. Jetzt ist es ziemlich eingeschlafen, weil ich halt auch keine Dinge mehr diesbezüglich gemacht habe. Ich habe nicht mehr gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich habe nicht mehr gesagt, nur die Aktiven kriegen die coolen Sachen und sowas. Also das habe ich vielleicht letztens in diesem 75-Euro-Ding erwähnt, aber sonst halt auch nicht mehr. Ich habe früher immer wieder auch einfach so Dinge rausgehauen an einfach aktive Leute. Und
das will ich wieder hochfahren, dass wir gucken, dass einfach dieser Dialog wieder da ist. Ich meine, sicherlich ist auch Twitch ein bisschen mit reingegrätscht, weil der Dialog, der auf YouTube nicht stattfindet, findet ja dafür auf Twitch statt. Fast jeder von euch, der auf YouTube guckt, ist ja auch auf Twitch. Auf Twitch sind sogar mehr Leute oder auf Twitch sind insgesamt mehr aktive Leute als auf YouTube. Und deswegen haben wir meistens das Video, danach kommen alle in den Stream und dann führen wir da den Dialog, was auch vollkommen chillig ist. Aber ja, ich will wieder gucken, dass wir da mehr auch auf YouTube halt am Schreiben sind. So Leute, und jetzt zum Ende hin werde ich noch geschwind die Gewinner vorlesen, die diese 75-Euro-Aufteilung da erhalten. Also erstens mal, der Kommentar von Saikusa war der beliebteste, ich glaube mit 11 oder 12 Daumen nach oben. Er hat gesagt, einfach 5 Skins a 15 Euro, easy peasy. Ich glaube, er hat keinen genauen Vorschlag gemacht, aber keine Sorge, ich weiß schon, wie ich das ausbaldovere. Also wir haben hier einmal Angrab als den ersten Gewinner, Grill Maxel als den zweiten, Babbo Phoenix, Roadrunner und Bentux als die anderen Gewinner. Somit haben wir 5 Leute und jeder von diesen 5 bekommt einfach von mir entweder, das könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, also ihr 5 jetzt, wollt ihr einfach einen speziellen Skin oder spezielle Skins oder, ich denke, das ist für uns alle einfacer, soll ich euch einfach jedem einen Skinbaron-Gutschein schicken von 15 Euro. Da könnt ihr einfach selbst auswählen, was ihr euch kauft. Wir gehen jetzt davon aus, dass ihr euch alle für die Gutscheine entscheidet. Ihr schreibt mir also unter diesem Video, hey, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe, cool, cool, cool. Und dann schreibt ihr mir bitte noch euren Twitch-Account-Namen, also wie er auf Twitch heißt. Bei den meisten weiß ich es eh schon, aber trotzdem macht das bitte jeder nochmal. Und dann schickt ihr mir auf Twitch auch direkt dann, sobald ihr Zeit habt, eine Nachricht. Hey, ich bin übrigens Bentux, Bentibubenti von YouTube und will bitte hier meinen Gutscheincode erhalten. Weil dann haue ich euch die Gutscheincodes einfach auf Twitch raus, weil die Verbindung da von meiner Seite aus sicherer ist, als wenn ich euch jetzt irgendwie was sonst wo schreibe, ne? Also ich wiederhole die Gewinner nochmal. Angrab, Gil Maxo, Babbo Phoenix, Roadrunner und Benti sind die 5 Gewinner, die dann jeweils eine 15 Euro Skin oder eben Gutschein erhalten werden. Ich bedanke mich jetzt nochmal bei jedem, der schön aktiv am Start war. Also Kommentare und gut, die Likes sind mir eh nicht so. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr liked. Disliken kann man ja nicht mehr, also nicht mehr richtig. Ja, also einfach danke an alle. Danke an euch, dass ihr am Start seid, dass ihr mitmacht, natürlich auch auf Twitch, aber eben vor allem hier auf YouTube. So, wir sehen uns dann also gleich im Livestream, der Link steht in der Videobeschreibung, 18 Uhr geht's los. Ich freue mich auf euch natürlich wie immer mit Giveaway, Viewer Games, Kram, wow! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach, von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse, denn dann gebe ich mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.